Ach, in dem Apartment. Wie man sieht, war ich hier auch schon. Und da sitzt der Mann. So, dann gucken wir mal, was du zu sagen hast. Hey, wo willst du hin? Mister. Rund um die Uhr, rund um die. Was geht ab, Johnny Gunn? Hast du was zu trinken dabei? Wenn du einen Mann so überfällst, solltest du wenigstens was mitbringen. Bist du Johnny Gunn? Bin ich. Was willst du? Hast du das von deiner Frau gehört? Welcher? Wie bitte? Ich war öfter verheiratet. Von welcher Frau reden wir? Falls das Humanrestitutionsgesetz tatsächlich kommt, was wird es Ihrer Ansicht nach bewirken? wenn es kommt. Mich freut es auch, Eliza. Also, ich weiß, die Kämpfer für soziale Gerechtigkeit halten das Humanrestitutionsgesetz für einen Rückschritt. Einen vernichtenden Schlag gegen... Von der Toten, von der die irgendein Tier in Stücke gerissen hat. Sie hat einen Namen, weißt du? Angie für ihre Freunde, Angela für dich. Du hast es also schon gewusst? Dein Freund, der Detective, hat angerufen. Ich soll hier bleiben und auf dich warten. Also hab ich gewartet. Kooperation. Angelas Tod scheint dich nicht sehr mitzunehmen. Sie war doch deine Frau, oder? Ex-Frau. Wir waren geschieden. Soll das erklären, warum du dich so gleichgültig verhältst? Menschen sterben. Ob mir das was ausmacht, ist eine Sache zwischen mir und meinen Erinnerungen. Dich geht es nichts an. Es ist schrecklich. Sie wollen sich wieder sicher fühlen. Und das Humanrestitutionsgesetz ermöglicht das. Da hören Sie es. Für mich ist damit klar, dass die UN-Resolution 3507 die Lösung ist, die die Welt braucht. Du hast recht, reden wir über dich. Du in einer überfüllten Zelle, dein Gesicht in den Nachrichten. Wie klingt das? Wie jede Menge Ärger. Nein, danke. Macht Angelas Tod dir Probleme? Naja, er ist unangenehm. Blöde Anrufe und Besucher, die ich nicht mag, nicht respektiere und nicht in meiner Wohnung will. Fällt dir sonst noch was zu Angela ein? Nachts hatte ich immer ihre Haare in der Nase und das hat gejuckt. Nervig, aber schön. Man fühlt sich wie ein Mensch. Wo warst du heute Nacht? Ich habe Angie umgebracht. Ihr angetan, was immer ihr angetan wurde. Das denkst du doch, oder? Ich beschuldige dich nicht. Ich will nur wissen, was passiert ist. Warum? Wenn jemand ihren Mörder finden will, dann sollte ich das sein. Aber ich will nicht. Fall erledigt. Dir ist egal, ob ihr Mörder gefasst wird oder nicht? Genau. Vergeltung ist nicht mein Ding. Der Mistkerl soll in seinen eigenen Schuldgefühlen schmoren. Menschen töten, weil sie Aufmerksamkeit wollen. Sie wollen erwischt werden. Die Gesellschaft soll sie züchtigen, wie früher ihr Vater. Die wahre Strafe besteht darin, mit deinen Taten zu leben. So läuft das aber nicht. Warum nicht? Erstens, wenn der Täter gefunden ist, kann er es nicht wieder tun. Zweitens, die Gesellschaft hat das Recht, sich zu schützen. Und drittens, wo warst du heute Nacht? In meinem Apartment. Allein. Nur die Kakerlaken können das bezeugen oder abstreiten. Praktisch, was? Sicher, dass du nirgendwo hingegangen bist? Ich war auf dem Klo. Zweimal. Ist das ein Bildhauerabzeichen auf deiner Jacke? Ja. Und? Sagen wir einfach, ich kenne Bildhauer. Was soll das heißen? Du kennst sie. Es soll gar nichts heißen. Ich hatte nur auch schon mal mit denen zu tun, das ist alles. Echt? Du kommst mir auch bekannt vor. Wir haben aber nicht zusammen gearbeitet, oder? Kanntest du Jared Daly oder Paul? Nein, zumindest nicht persönlich. Schade, wir waren alle gemeinsam in New South Wales. Ich dachte, du wärst vielleicht... Egal, es geht ihnen allen jetzt gut. Relativ. Australien?
Warst du nicht während des Bürgerkriegs dort? Richtig. Und das war nur der Anfang. Nicht meine erste Wahl, aber eine Wahl hatte man bei Bell Tower nur selten. Sie bestimmen, wohin du gehst, was du dort machst, wechseln deine Teile aus, wann und wie es ihnen gefällt. Aber egal, das ist lange her. Du hattest Probleme, nach Bell Tower wieder ins Leben zu finden. Nicht mehr als alle anderen. Du hast sicher nichts dagegen, wenn ich mich umsehe. Wenn du es sagst. Bei den anderen Sachen ein bisschen verkackt. Das Kollektiv ist eine der gefährlichsten Verbrecherorganisationen. Hurensohn! Sicherheit. Für uns bei der Palisade Property Bank haben diese... Nur zu, schlag einen Mann, der am Boden liegt. In den Mauern der Palisade Property Bank archivierte Inf... Du beklaust mich? Nur ein bisschen. Scheiße! Ich raste langsam aus. Ausnüchterungschips. Johnny war früher Alkoholiker und ist jetzt Mitglied einer AA-Gruppe, die sich Zweiter Atem nennt. Ich habe mir einen früheren Mordfall angesehen, der dem von Angela Gunn ähnelt. In dem alten Polizeibericht wird erwähnt, dass das damalige Mordopfer Mitglied derselben Gruppe war. Naja, ich glaube, ist sein erster Tag als Anti-Alkoholiker. Sorry, Johnny, ich räume mal ein bisschen deine Küche auf. Langsam aus. Zwingende Beweise sind das aber nicht. Guck weiter Fernsehen, Johnny. Fundierte Meinung. Ich bin Eliza Kassan mit einem Live-Bericht für Pikes. Pikes News. Weltweit führend bei fairer und neutraler Berichterstattung. Hey, Arschloch! Da kannst du nicht rein! Nic nie widzi, zatim. Wo kann ich nicht rein? Was zur Hölle? Die bekannten Blade-Gebäude der Bank in Prag beherbergen das größte... Irgendwo muss noch was sein. ...gesicherte Datenarchiv der Welt. Warum bist du noch hier? Diese Ausnüchterungschips gehören dir, richtig? Ein Teil von mir hat geglaubt, ich könnte mit dem Trinken aufhören. Ja. Der Name dieser AA-Gruppe, er stand in einem alten Polizeibericht, den ich kürzlich gelesen habe. Ein Mitglied davon wurde auch ermordet. Ein augmentiertes Mädchen. Genau wie Angela. Die Welt ist klein. Ich weiß nicht, was du gehört hast, aber es läuft nicht gut für uns Optis. Viele von uns trinken. Der Mord an Angela wurde auf dieselbe Art begangen. Ich wette, von derselben Person. Also habe ich zwei Opfer und eine Verbindung. Von dir zu den beiden.
Du hast gar nichts. Wenn du lange genug überlebst, sterben die Leute um dich rum. Das ist kein Grund zum Feiern, aber Schuldgefühle lasse ich mir deshalb auch nicht einreden. Ich habe nichts damit zu tun. Mein letztes Treffen bei den anonymen Alkoholikern ist ewig her und ich weiß nichts über ein ermordetes Mädchen. Diese Ausnüchterungschips sprechen trotzdem gegen dich. Du fischst im Trüben. Du hast sicher nichts dagegen, wenn ich mich umsehe. Wenn du es sagst. Internen Quellen zufolge mutiert dieser aktuelle Stamm jedoch so schnell, dass neue Impfstoffe bereits nicht mehr wirksam sind, wenn sie die infizierten Gebiete erreicht haben. Hey, wo willst du hin? Und so arbeiten die Experten nicht. Beweisungsschreiben. Zur Frage, können augmentierte Hände jucken? Was sie beschreiben, ist nicht möglich. 2024 war ein gutes Jahr für Hände. Ihre Knöchel können nicht jucken, ihre Handflächen schwitzen nicht und ihre Finger hinterlassen keine Abdrücke. Aus biomechanischer Sicht ist das bei ihrem Modell unmöglich. Ich habe das Gefühl, sie scheuen weiterhin vor einem eigentlichen Problem zurück, nämlich dass Bell Tower sie gegen ihren Willen augmentiert hat. Und dagegen kann ich ihnen leider nichts verschreiben. Sie sollen meinen Kollegen Dr. Harleb aussuchen. Falls sie mit ihr reden wollen, melden sie sich bei mir. Aber bedenken Sie dabei, dass Ihre Versicherung abgelaufen ist. Der kann keine Fingerabdrücke abgeben. Der kann es nicht gewesen sein. Auch wenn es ein Arschloch ist. Warum bist du noch hier? Ich habe eine Notiz von deinem Arzt gefunden. Du hast deine Hände in New South Wales verloren. Die haben gesagt, ich habe in New South Wales neue Hände gekriegt. Was immer der Täter Angela sonst noch angetan hat, er hat sie erwürgt. Und dabei hat er einen Teilfingerabdruck an ihrem Hals hinterlassen, was bei dir ja wohl schlecht möglich ist. Fingerabdrücke sind was für Menschen, Mr. Gunn. Sie haben keine und sind deshalb viel effektiver. Damit kannst du besser töten. Ich werde also nie erwischt. Ironisch, was? Ein guter Killer zu sein, rettet mich hier vermutlich. Oder denkst du immer noch, ich habe Angela getötet? Es tut mir leid, was Bell Tower dir angetan hat. Muss es nicht. Sie haben mir Werkzeuge gegeben, weil sie es wollten. Es war in ihrem Interesse, dass ich sie habe. Aber die Entscheidung, sie zu benutzen, war allein meine. Und jetzt wäre ich gern allein. Und so mehrere Unternehmen der Fortune 500 in den Ich werde... Ups, aber nein! Sorry, ich habe aus Versehen Q gedrückt. Du wirst es mir aber verzeihen, du schläfst ja nur. Wenn du wach bist, ist die Welt wieder besser. Dafür bist es aber nicht gewesen. Aber du wirst einen guten Schlaf haben. Nemůžu se dočkat. So, zurück zu dem Typen. Ich sehe nicht mehr so. Gut. Ach, da ist eine Bahn hier. Nicht mal der Polizei kann man noch trauen. Hier muss es leider eben zum Labor gehen, weil sonst tötet der Chat mich.
Vladi, als wäre ich hier keine Bürgerin. Hallo. Hey, gehen Sie. Ich komme doch hier hinten durch, oder? Nein, es ist ein... Steckt eure Magneten weg, da kommt ein Metallmann. Wer willst du mich eigentlich beleidigen? Sir. Nix, Sir, ich habe keine Zeit für euch. Ich muss mal eben zu meinem Mechaniker. War, glaube ich, erste Etage, dann... Links, nochmal links. Genau. So, auf zu Prinz. Scheiße, haben Sie gehört? Talos Rucker ist tot. Hab ich irgendwo gehört, ja. Ziemlich cool, was? Jetzt können wir echte Fortschritte machen. Er hat uns ganz schön blass aussehen lassen. Sie übertreiben. Was Rucker zugestoßen ist, hatte er nicht verdient. Wir sind politisch nicht einer Meinung. Ich finde, diese Märtyrernummer ist genau das Richtige. Aber konzentrieren wir uns auf unsere Gemeinsamkeiten. Zum Beispiel die Optimierung Ihres abgefahrenen Systems. Haben Sie einen Kalibrator für mich? Glauben Sie wirklich, dass Rucker das Problem war? Dass sein Tod für die Optis irgendwas verbessert? Die Lösung war er jedenfalls auch nicht. Wir brauchen einen neuen Anführer. Einen, der nicht nur ein schickes Diplom hat. Einen, der kämpft. Verstehen Sie? Der diese Scheißgesetze nicht hinnimmt. Schon vom Humanrestitutionsgesetz gehört. Ja. Wenn der Entwurf durchkommt, dürfte es ziemlich egal sein, wer der Anführer ist. Das wird eine von der Regierung genehmigte Horrorshow. Das sage ich Ihnen. Männer in weißen Kitteln, die Augmentierungen rausrupfen wie Zähne. Oh, Igitt. Apropos Schrecken der Medizin. Soll ich sie jetzt reparieren, oder was? Diese Prozedur. Wird es wieder Überraschungen geben? Ich hatte ihre abgefahrene Tech nicht erwartet. Jetzt ist das anders. Jetzt weiß ich, was sie unter der Haube haben. Und? Sie haben mir das nötige Werkzeug gebracht. Das ändert alles. Was genau werden Sie machen? Ich werde Ihr System optimieren, damit es nicht mehr überhitzen kann. Es wird keine Störungen mehr geben. Jensen 2.0. Klingt doch gut, oder? Okay, bitte sagen Sie mir, dass so ein Neuroplastizitätskalibrator aussieht. Das ist er. Okay, wird nicht lange dauern, versprochen. Und keine Sorge, Mann. Zweimal hintereinander versage ich nicht. Ich habe alles penibel vorbereitet. Aber nehmen Sie bitte nichts raus. War gar nicht schlimm, oder? Wie fühlen Sie sich? Sehr gut. Irgendwie leichter. Ich habe sie repariert. Kein Limit mehr. Sie können jedes Implantat aktivieren, das Sie wollen. Ohne Konsequenzen. Das klingt gut. Danke, Koller. Ich weiß es zu schätzen. Ja, ja, ja! Gehen Sie und machen Sie mich stolz. Setzen Sie die coole Scheiße vollständig ein. Wie ich bis jetzt überhaupt genügend Punkte hätte dafür.
So, jetzt dem netten Herrn Bericht erstatten, was wir rausgefunden haben und dass es der nicht sein kann. Was uns aber dann leider sagt, wir wissen überhaupt nicht, wer der Mörder ist. Ach, Peitsche. Falscher Hinterhof. Kann ich Ihnen helfen? Ich will zu dem netten Herrn hier. Übrigens, ich habe Daria nach Hause geschickt. Ich glaube nicht, dass sie was gesehen hat. Ich glaube, ich kann den Mord an Angela Gunn jetzt aufklären. Das ist gut. Meine Bosse fragen mich schon, warum ich Johnny noch nicht verhaftet habe. Die Wahrheit ist ganz weit weg. Noch. Warum sagen Sie das? Und Johnny? Je mehr ich darüber nachdenke, desto sicherer bin ich, dass Johnny Gunn unser Mörder ist. Der Täter ahmt den Harvester nach. Hier geht's nicht um einen eskalierten Ehestreit. Die Sache ist größer. Jemand tut so, als wäre er ein toter Serienmörder. Ach, der alte Fall, auf den ich Sie aufmerksam gemacht hatte. Das Vorgehen ist identisch. Ich habe die Aufzeichnung gelesen und mit diesem Mord verglichen. Beide Opfer wurden von derselben Person getötet. Ganz sicher. Gut. Nehmen wir an, das stimmt. Dann ist Johnny immer noch verdächtig und hat lediglich mehrere Morde begangen. Ich sag nur, was ich ermittelt habe. Nein, Sie interpretieren, was Sie gefunden haben. Sie wollen meine Meinung ändern. Aber um das zu erreichen, müssen Sie weiterreden. Erinnern Sie sich an den Teilabdruck am Hals des Opfers? Was ist damit? Johnny Gunn hat seit dem australischen Bürgerkrieg keine Fingerabdrücke mehr. Seine Hände sind aus Metall. Hätte er sie erwürgt, hätte er keine Spuren hinterlassen. Metall? Scheiße. Und was genau heißt das für uns? Wir haben Spuren verfolgt und die haben uns hierher geführt. Also nirgendwohin? Ich bin nicht sicher. Ich glaube, wir haben die meisten Teile des Puzzles. Aber sie lassen sich nicht zusammensetzen. Noch nicht. Okay, das reicht, um Johnny den Strick abzunehmen. Aber es hilft mir nicht bei der Lösung des Falls, richtig? Solange wir nicht mehr wissen, kann ich niemanden verhaften. Wir sollten hoffen, dass mehr Wissen nicht bedeutet, dass es noch eine Leiche gibt. Hey, Rekrut, kommen Sie her! Interpol, wir brechen unsere Zelte ab. Okay. Gehen wir nach Hause. Jemand sollte sie abtransportieren. Was machen wir wegen Johnny Gunn? Vergessen Sie ihn. Vergessen Sie alles. Kommissar? Ich habe keine Ahnung, wer es war. Und Sie auch nicht. Das macht mir Angst. Und es ärgert ein paar Leute. Aber es ist die Wahrheit. Jawohl. Ich bin nicht Montag. Ich brauche deine Hilfe nicht. Jemand einen verdammten Kaffee bringen. Das war's mit dem? Das war's erstmal. Okay. So, dann müssten wir wegen der Bombenlegerin jetzt mal reisen. Aber wir machen jetzt Feierabend. Mit dem Nieser sage ich gute Nacht.